Einen schönen guten Tag, ich bin Zollchuck99 und ja, ich zeige euch Halo 1 von der Halo Master Chief Collection. Dann mache ich jetzt da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, in der letzten Mission. Ja, dann möge der Spaß halt beginnen. So. Der Schlund, das ist halt ja die letzte Mission und da ist halt die Aufgabe, einfach den Reaktorkern von der Pillem auf Autumn zu zünden, damit der ganze Ring zerstört wird. Klingt simpel, ist es aber nicht. So, dann mal schauen hier. Da liegt doch irgendwo der Banshee, oder? Was haben wir da? Plasmagewehr und Sturmgewehr. Okay. Der alte lag da? Ne, auch nicht. Okay. Abgestürzte Banshee, so. Wir müssen zur Brücke. Von dort aus können wir die Implantate des Captains benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Der Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. So, ja. Ab zur Brücke. Einmal, ach, hier damals und heute so. Ah, schade, dass die Pillem auf Ort im Wrack geworden ist halt. Okay. Achso, das sind diese Schützenstellungen halt. Okay, Bewegungen. Okay. Ach, hier geht's lang. Oh. Eieieiei, da bin ich aber richtig reingeplatzt. Okay. Dann haben wir noch ein paar Wächter auch noch. Ah, komm mal her. So. Dafür habe ich ja das Plasmagewehr da dabei. Hauptsache schnell wegmachen. Die Wrackteile verschwinden sogar. Wie putzig. Okay, hier vorne ist Bewegung. Ach, das sind nur ein paar Krabblers von dem Platz. So, ja dann. Komm mal her. Alles klar. So, okay. Oh. Oh, das sind ein paar Pflanzen. Ah, verdammt. So. Hm. Ah, du kommst wieder. So nicht, Kumpel. So, nimm ich nicht. Pistole lasse ich mal liegen. Ich habe momentan eine echt gute Kombi halt. So. Ja, kommt. Ach, der eine hat eine Schrotflinte. Den wegmachen. Oh, keine Munition mehr? Das ist doof. Ah, dann nehme ich jetzt erstmal die Schrotflinte mit. Zack, zack, zack. Ich mir die Schrotflinten-Munition noch. Ja, jetzt bin ich echt zu überlegen, ob ich halt die Pistole doch noch mitnehme. Ah, ich habe mir noch genug Plasmagewehr. Wegen den ganzen Wächtern halt. Ach komm, Schadenskammern. Ich nehme halt standardgemäße Kombination mit.
der alte Schiffskorridor. Ja, so wie ich es mir dachte. Alles nur Platz um die Ecke. Ah, da ist noch was Großes, oder? Ach ne, das sind nur viele kleine. Plopp, plopp, plopp. Wie die kleinen platzen halt. So, hier ist nix. Okay. Hier sind auch wieder ganz viele kleine. Das Feuer sieht schon richtig gut aus. Also, da kommen noch viele. Kommt noch was? Ah, das ist ein großer, okay. Die sollen sich mal ruhig bekämpfen. Die Allianz und die Flats. Wie gesagt, nichts geht über Rassenkampf. So, wer hat jetzt gewonnen halt? Die Flats oder die Allianz? Auf jeden Fall ist noch was Großes da noch. Was? Oh. So, weg mit dir. Zack, ein Schuss weg. So, okay, da sind wir in einer Art Kantine oder so. Ui, die ist aber schwer befestigt. Mit sehr vielen hochrangigen Gegnern. So. Was für eine Suppe damals die Gegner fallen gelassen haben. Dann... Okay. Okay, da liegt ein Erste-Hilfe-Paket, wenn ich eins brauche. Ah, das ist der zweite Jäger, okay. Ah, komm mal her, komm mal her. Ah, verdammt. Nicht aufgepasst. Aufpassen. Uiuiuiui. Ah, jetzt habe ich halt kein Ding da. Keine Plasmapistole oder so. Okay. Und rauslocken ist auch nicht so wirklich. Na komm. Na? Uiuiuiuiui. Jetzt hab ich dich. Zwei Schuss, wunderbar. Ah, Kontrollpunkt, perfekt. Ja, die wirklichen Kontrollpunkte ist ein Merkmal von Halo. Ei, ei.
Da muss ich die Bude stürmen. Pass gut auf, der Kleine mit seiner dicken Kanone. Boah, das sind sogar zwei. Zwei von denen hier auch noch. Ich versuche erstmal die Kleinen wegzukriegen über dem Fernkampf. Das sind zwei von den hochrangigen Elite-Gegner. Okay. Sogar. Eieieiei. Dann nehme ich das Erste-Hilfe-Paket. Wie kriege ich jetzt die weg? Ohne vernünftige Ausstattung. Einen habe ich erwischt. Doch nicht so ganz, wie ich das haben möchte. Da ist der Kleine, der mich in. Stirb! Ja, du bist mit deinem zwei großen Kumpels bist. Hat der eine große Fresse, der Grunt. Die Granate kam nicht an. Wow. Ach, da haben wir doch eine Pistole. Perfekt. Komm mal her. Ah, komm mal her. Wo bist du? So, und weiter geht's. Whoa. Und was denn? Jetzt muss ich mal schauen, wo liegt denn jetzt mein Sturmgewehr? Ach, da. So, das war's dann auch, hoffe ich. Ja, eine Art Kantine ist das hier. Na, da ist noch einer. Kontrollpunkt, perfekt. Na, ich schaue nochmal, was ich hier noch gebrauchen kann. Ja, Plasmagranaten sind wunderbar. Na, hier ist. Ja, hier ist gar nichts mehr. Außer eine Sackgasse halt. Die Brücke. Wir haben es geschafft, an die Arbeit. Ah, falsche Handgranate. Ich kann nicht mehr.
der hat eine Flakkanone da. So. Bitte übertragen Sie mich ins Steuersystem. Das Terminal befindet sich neben dem Hauptschirm. Echt hier, das ist. Wenn ich ehrlich bin, durch die dicken Blutkleckser von damals hier, ob jetzt blau, orange oder grün, sieht das um einiges grausamer aus, halt von damals heute so. Ja, so ein bisschen. Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da, das dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man Sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit. Die menschliche Geschichte. Ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Com-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte, was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter! Okay, der Illuminat hat hier die automatische Selbstzerstörung abgeschaltet. So. Das Schiff wurde beim Absturz schwer beschädigt. Auf zur Kühlkammer. Von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Na, komm mal her. Das war der erste. Zweite. Na, der dritte ist auch schon weg und der letzte auch. Perfekt. So. Ja, damals. Meine Güte, ne? Ich bin immer noch faszinierend hier so. So die alten Texturen und die neuen Texturen. So, dann mal schauen. Okay, Plasmagranaten. Das war der Elite, Kommando-Elite. Nehme ich mal mit, das erste Paket. So. Jetzt ab zur Kryokammer. Boah, komm her. So, jetzt noch die ganze Flatze hier über den Haufen schießen. Einmal vernünftig durchladen. Perfekt. So. Das sieht nach einer Waffenkammer hier aus. Perfekt. Ja, mal schauen, was die noch so alles hier haben. Ja, nur Sturmgewehre. Sturmgewehre. Keine Schrotflinte oder so. Ach. Ja, die kann ich noch nicht mal aufnehmen. Verdammt. Das ist doof.
Ah, was da? Platsch. Ne, Sturmgewehr auch nicht. Das sind wahrscheinlich leere Waffen. Ja, alles leere Waffen. Oh, schöne Dekoration eigentlich. Okay, hier gab es ein kleines Gefecht, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, aber... Naja, okay. Oh, das war Nummer 1. Nummer 2. Perfekt. Schön böse überrascht und dann die beiden Jäger mit ein paar platzierten Schüssen ausgeschaltet. So. So, dann gehe ich hier mal weiter. Na, hier lag noch ein bisschen Schrotmunition. Okay. So. Da, Wächter haben wir. Na, geht kaputt. So. Ja, Wächter hole ich jetzt einfach mit meinem Schrotgewehr, mit meinem Sturmgewehr runter, weil das eine universelle Allzweckwaffe ist, das Sturmgewehr. Hm? Ja, jetzt erstmal warten, bis die Schilde wieder geladen sind. So, der nächste ist Pizza. Noch was? Na, na? Alles klar. So, das war das. Hier ist auch nichts. Perfekt. Einmal durch die Tür. Ah, das sind wieder Wächter. Okay. Der erste ist weg. Und der zweite ist auch weg. Und ein Kontrollpunkt. Perfekt. Läuft ja wie am Schnürchen. Noch. Mhm. Ah, haben die so kleine nette Gimmicks noch da gelassen von damals hier. Ah, das Feuer sieht von damals und heute, das ist wirklich ein Unterschied. So, ich denke mal, die Flatzer haben hier das Gefecht hier gewonnen, oder? So wie es aussieht, werden doch die Wächter gewinnen. So. Okay, komm mal her. So, perfekt. So. Ist hier noch was Besonderes? Pistole? Nein, anscheinend hier gibt es gar nichts. Dramatische Musik. Dann kommen die Wächter.
einfach nur schnell reinlassen. Okay. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Okay. Oh. Auch die Stellung ist noch ein bisschen doof. Stehe ich ja offen. Korridor, okay. Ah, verdammt. So, okay. So, weg mit euch. Einfach nur weg mit euch. So, tschüss. Ah, komm her. So, was hat oder kommt noch was? Boah, der kommt, steht wieder auf. Die Ratten kommen, die aus ihren Löchern rausgekrochen. Da kommt noch was aus dem Korridor. Anscheinend nicht. Hier unten. Wahnsinn, die echt versuchen hier durchs Gitter zu schlagen, okay. So, das war's dann auch. Hoffe ich zumindest. Ein Kontrollpunkt wieder. Zack, 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 Gefecht. Geladen und dann weiter geht's. Okay. So, mal schauen hier. Ach, das sind nur zwei so Krabbler. Viele Krabblers. Knallhart. Na, komm her. Kommt noch was? Ach nein. Was war das denn? Ah, da hat mich irgendein Spring mich mitgenommen. Thank you.
nicht, dass das so ein Flat war mit einem Raketenwerfer. So. Was das? Meine Güte, das hört ja nicht mehr auf. Okay, anscheinend war's. So, durchladen einmal. Zack. Schrott ist auch bald wieder vorbei. Ah, nee, doch nicht. Wo bist du? Hm. Geht doch. Okay. Das war. Das ist ein toter Elite. Okay. Ah, Superschild. Da hat sich doch das Gekämpfe hier gelohnt. Mal die Taschenlampe anmachen. Okay, links, rechts. Rechts ist nix. Links geht weiter. Okay, da gibt's Gefechte. Mutiert der? Mal schauen. Ja, hier gibt es ein paar Handgranaten und Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Schade, dass der kleine Grunt nicht mutiert. So. Was war das denn? Okay. Da läuft der kleine Grunt vorbei. Da lassen wir mal die Lasershow mal ein bisschen mal ziehen. Ah, lass mich rein. Ey, so nicht. Oh. Da muss ich das anders machen. Ach, das ist
liegen noch jede Menge Ausstattung. Okay. Ja, willkommen beim Vierfrontenkrieg. Interessant. Ist er jetzt tot? Mensch. Ja, ich lass mal lieber die Arbeit mal jemand anders machen. Ah, okay. So. Gibt's hier noch? Ne, die sind weg. Alles klar. Die Schrotflinte geht auch langsam zur Neige. Aber es sieht gut aus. Hier ist ja nicht mehr viel da. Noch der eine da hinten um die Ecke. So, perfekt. So, mal schauen hier. Munitionstechnisch, Schrot ist so gut wie leer. 12 Schuss. Und hier hinten gibt es gar nichts mehr zu sehen. Hier geht es weiter. Okay, mal schauen, was die Allianz noch da hinten hatte. Ist auch noch ein Korridor. Okay. Na, gehen wir mal zur Rüstkammer. Das ist interessant, so. Jetzt könnte ich... Das war ein Unsichtbarer. Das ist ja fies. Unsichtbare Flatz. Ja, okay, das Sackgasse. Aber hey, neue Munition, das ist perfekt. Ja, den Raketenwerfer lasse ich jetzt da mal liegen. In Koop hätte ich gesagt, so, ey, komm, ich nehme Raketenwerfer mit oder jemand anders nimmt einen Raketenwerfer mit. Dann passt das schon. So, was haben wir hier? Ja, hier ist nur ein U-förmiger Gang. Ja, mache ich mich jetzt weiter zum Maschinenraum auf. So. Echt? Gab es die Schilder auch von damals auch noch? Jo. So. Okay, Lunte anziehen und dann schnell weg.
Also links oder rechts? Ich gehe mal nach links. Links ist eine Tür. Und rechts? Auch eine Tür. Okay, dann bleibe ich mal rechts. Der Maschinenraum. Wir sind da. Alarm. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Oh, falsche Waffe. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Ja. Alles klar. Der Gegnerhammer? Achso, ich habe 5000 Gegner abgeschossen. Okay. Noch einen Erfolg noch freigespielt. Da sind so viele Platz. Ja, der Illuminat. Kann man doch nicht mal kaputt schießen. Und wird trotzdem als Bewegung anerkannt. Also, das sind so die kleinen, gimmigen Details. So. Okay. Jetzt muss ich erstmal raufkommen. Einer schon mal weg von dem Wächter. Der nächste weg. Ah, hier kann man sich wunderbar verschanzen. So. Ah, hier geht's rauf. Perfekt. Hoffe ich zumindest. So, dann einmal hier rauf. Komm her. So. Hui. Okay, die lasse ich nur so platzen. Tschüss. Einmal durchladen, schnell. Und weiter geht's. So, okay. Diese künstliche Intelligenz besitzt viel zu viele Daten. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ach, komm her. Ich lade eine
eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Eieieiei, das wird knapp. Das. Die Schilde sind wieder da. Ja, ich mach das anders. Ja, ich stelle mich auch wieder so ein bisschen dämlich an. Aber passt schon. So, wo ist, war nochmal hier der Eingang? So. Reclaimer? Schade. So. Ne? Geht's da auf? Ja, das ist gar nicht gut. Wieder den ganzen Quatsch von vorne, ja, okay. Ah, kein Kontrollraum. Der Maschinenraum, wir sind da. Alarm! Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. So. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Na, dann werde ich mal ganz schnell mich mal durchwagen. Wenn es überhaupt möglich wäre. Ja, diesmal zügig. Noch einmal hier hin. Geben Sie mir das Konstrukt oder üben Sie permanent. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssen wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Ach, verdammt. Dann auf ein neues. Attacke. Der Maschinenraum. Wir sind da. Alarm. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Mal schnell mal durchrennen. Oh.
Schritt 1 erledigt. Ja, dann warte ich jetzt erstmal, bis die Wächter gerade kommen. Haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Oh, ich habe ja die Flatz da. Hatten Sie keine Sorge, dass es Schaden nehmen könnte? Nein, die Flatz übernehmen wir schon. Bisschen Arbeit. Ah, komm, da ist jetzt. Ah, schnell da rein. Ach komm. So, dann auf ein neues. Attacke. Wir sind da. Alarm. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, so, um Halo zu zerstören. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Ah, komm her. Ah, wo kommt ihr denn her? Dann Schacht Nummer 1 öffnen. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Oh, komm her. Jetzt muss ich. Ihr Verhalten entspricht nicht dem gültigen Protokoll. So, einmal so eine Sanitätstasche mitnehmen. Okay. Systemsperren werden in 16 Zyklen aufgerufen. Immer noch nicht. Immer noch nicht gesprengt, okay. Jetzt müsste sie sitzen. Schön. Analyse. Fusionsreaktor Nummer 1 ist nur noch die anderen Reaktoren. Es müsste reichen, um eine unkontrollierte Explosion auszulösen. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch ein Kontrollpunkt. Dann wäre ich glücklich. Aber so wie ich mein Glück kenne, wird es so nicht sein. Streich Nummer 1, jetzt kommt Streich. Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Ah.
Geht mal weg, ihr Wächter. Zu viele von denen. Ah. Eins, eins, eins. Perfekt. Was? Ist doch nicht hochgegangen? Jetzt aber. Echt? Meine Güte, ne. Ah, was für ein Krampf. Oder? Doch, ist doch kaputt gegangen. Perfekt. Ein Kontrollpunkt. Ah. Verdammte Krabbelfiecher. So. Einmal deaktivieren. Oh, die ist abgeprallt. Perfekt. Weiter so. Nur noch ein Reaktor. So, ein Reaktor. Na, geh mal weg, Gewächter. Jetzt muss ich erstmal hier die Treppen wieder finden. Okay, hier gibt's. Ah, hier sind. Hier ist eine Tür. Hier geht es wahrscheinlich rauf. So. Okay, der hat gesessen. Oder doch nicht? Ah. Diese künstliche Intelligenz besitzt viel zu viele Daten. Hm. Das sind wieder so Momente, wo ich mir denke, so... Warum klappt das so nicht? Der Antriebszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallfrage haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen das Rauschen und Ewert anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell! So, dann mal, dann jetzt mal eben schnell abhauen. Hier geht's nicht mehr. Durchschlagen. Und jetzt schnell, jetzt die Beine in der Hand nehmen.
Ja, perfekt, noch ein Kontrollpunkt. Ach, weg hier. Ach. So. So, Sesam, öffne dich. Hey. Ach, da. Oh. Das war eine böse Überraschung. Kleinen Grunts. Hey, der hat ein Flakgeschütz gehabt. So. Das war's auch jetzt hier. Ab auf den Aufzug. Vorsicht, Anhalter könnten entflohene Gefangene sein, okay? Schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei 0. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Zack, und jetzt mal durch hier. So. Jetzt mal schnell losdüsen. Ah, ich weiß. Ich bin schon mal besser mal Warthog gefahren. Wäre ich doch lieber hier an der Seite entlang fahren, aber naja. So. Ja, komm schon. Ach, dich umkippen. Ah, verdammt, da war ja die Mauer. Okay, jetzt muss ich ja an Seiten lang fahren. Doch nicht. So. Ja, okay, schnell durch. So.
Und weiter geht's. Das sieht doch gut aus. Einmal mal mitten rein in der Menge. Das war knapp. Dann Geschützturm, okay. Cortana an Echo 419. Evakuierung jetzt. Schnell. Verstanden, Cortana. Geht schon los. So. Stopp. Das ist die Stelle, an der V-Hammer uns rausholt. Position halten. Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen, ausweichen! Bin gefangen! Mayday! Echo 419! Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Ja, okay. Jetzt. Laut Inventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Start 07 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. Leider wird das mit dem Taxi nicht mehr. Jetzt selber zu meiner Fluchtmöglichkeit muss ich jetzt hinfahren. Schade aber auch. Ja, oder doch nicht? So. Da ist das Schiff. Los, wir müssen sofort an Bord. Schnell durch. Durch. Geh weg hier. Ich hab keine Zeit. Nein, da hat man mich nur erschossen. Negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Kannst du von vorne machen? Naja. Analyse. Ach. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Ach, da lag noch sogar. Explosion bei Null. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Hier. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Ach, jetzt fahre ich auch wieder so Mist hier. Meine Güte, ne. Alles von vorne machen. Naja. So. Naja, damals beim ersten Mal habe ich das auch nicht geschafft. Halt. So. So. Zack. Und weiter geht's. Ach, habe ich mich jetzt überschlagen? Na, schnell wieder rein. Die Wächter werden mich fertig machen. Nee, doch nicht. Ah, schon wieder.
diese ganzen Hügel gut fahren halt. Jetzt hänge ich sogar noch so doof an der Seite. Verdammt, da war ja die Absprechung. Ja, das war's. Oder? Boah, ich fahr auch richtig schlecht. Meine Güte, ne? Die Hälfte der Zeit ist rum und ich habe den Checkpoint noch nicht erreicht. Na, wird wieder so eine knappe Sache werden. So, diesmal warte ich nicht und ich fahre direkt weiter durch. Da ich ja die zusätzliche Zeit ja brauche. Siehst du, berechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter im Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. So. Schon mal? Tief, da vorne ist eine Lücke. Bei Maximalgeschwindigkeit müssen wir es packen. Ja, mal schauen. Hat man überhaupt einen Sprung jemals geschafft? Mit dem Warthog einmal durch. Das wird knapp. Aber schicker. Hat es sonst jemand geschafft? Scan läuft.
Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood, wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los. Das war's dann auch mit Halo 1. Einfach herrlich. Mal wieder mal die, sag mal schnell, die gute alte Zeit nochmal neu erleben halt. Halo 1 ist wunderbar halt. Muss ich ehrlich gestehen halt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wieder so viel Spaß hatte. Trotz mit der ein oder andere knifflige Stelle auf Heldenhaft. Auf Legendär denke ich mal. Da hätte ich wahrscheinlich den ein oder anderen Ausraster wahrscheinlich bekommen. Aber passt schon. So, ich würde mal sagen, halt. Ich werde irgendwann mal die 7. Mission nochmal neu machen, halt. Von Halo, weil die Aufnahme war mir doch nicht so gut halt, aber das werde ich irgendwann mal machen. Ansonsten fange ich dann nächstes Mal mit Halo 2 an. Ich denke mal, Anfang nächste Woche werde ich damit anfangen halt. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis bald. So, und tschüss.